Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast über das Transitwetter, über Tagesenergie in Human Design. Mein Name ist Justina Finkelstein und wir sprechen darüber, wie die Position von Sonne und Mond heute unsere Gefühle und Verhaltensweisen beeinflussen kann. Was ist Human Design? Human Design ist ein System, der uns genau erklärt, dass jeder Mensch eine einzigartige energetische Signatur hat. Human Design kombiniert Elemente aus Astrologie, I Ching, Kabbala und Chakrenlehre, um eine Art Körpergraph mit 9 Zentren zu erstellen, der die spezifischen energetischen Merkmale einer Person darstellt. Human Design zeigt auch, wie diese Zentren miteinander interagieren und wie die verschiedenen Energien im Körper fließen. Die Sonne und der Mond sind zwei der wichtigsten Himmelskörper im Human Design System. Sie haben auch eine ganz bestimmte beeinflussende Energie, die am einen bestimmten Tag oder zu einer bestimmten Zeit zur Verfügung steht. Jeder von uns kann anders auf das Transitwetter reagieren, je nach unserem Human Design Typ. Daher ist es wichtig, unsere eigene Reaktion zu beobachten und zu verstehen, um die Energie des Tages optimal zu nutzen. So können wir uns besser auf unsere Aktivitäten und Projekte einstellen und uns insgesamt besser fühlen. Eine der wichtigsten astrologischen Elemente in Human Design ist die Sonne. Die Sonne liefert uns tagtäglich 70% ihrer Strahlkraft und kann uns helfen, uns aktiv und produktiv zu fühlen und unser Selbstvertrauen zu stärken. Heute, am 4. März 2023 um 8 Uhr, ist die Sonne im Tor 63.3. Mit dem Tor 63 haben wir in der Welt das Thema Verifizierung, Überprüfung. Der Druck und Zweifel, der nach erneuter Überprüfung verlangt, um ein Verstehen zu ermöglichen. Tor 63 ist ein mentaler Druck, der dazu führt, dass man Zweifel hat und erneute Überprüfung benötigt, um wirklich zu verstehen. Tor 63 repräsentiert einen skeptischen Verstand, der immer wieder Fragen stellt und Antworten benötigt, bevor er Vertrauen aufbauen kann. Die Energie, die noch kommende 4 Tage anhält, ist darauf ausgerichtet, Zahlen, Daten und Fakten zu sammeln, um ein sicheres Muster für die Zukunft zu finden. Es ist das Energie des Fragenstellens und des Hinterfragens, um sicherzustellen, dass Ideen und Vorstellungen gültig sind und als Grundlage für die Planung der Zukunft dienen können. Die Kompetenz des Tores ist Verifizierung und es ist bestrebt, alles in Frage zu stellen. Heute wird die Empfehlung ausgesprochen, gemäß dem Human Design Tor 63.3 auf Beständigkeit zu setzen und einen Neuanfang mit der Beibehaltung der Grundprinzipien zu wagen. Es besteht Potenzial darin, zu erkennen, dass auch andere Menschen in den Neubeginn einbezogen werden sollten und dass es wichtig ist, Vertrauen in die Prinzipien zu haben. Der Schatten liegt darin, dass man unter Druck geraten kann, Zweifel unbedingt beseitigen zu müssen und dabei nur die eigenen Fragen und Bedenken zu gewichten. Du kannst heute darauf achten, was das Tor mit dir macht und wir freuen uns natürlich auf deinen Bericht darüber. Der Mond gibt uns unseren Fokus und beeinflusst unsere Gedanken und Handlungen. Bei 2% der Bevölkerung, bei Reflektoren und bei mentalen Projektoren hat der Mond tagtäglich besonders starken Einfluss. Heute ist der Mond im Tor 33.1. Mit dem Tor 33 haben wir kollektiv das Thema Umsicht. Die Umsicht zu erkennen, wann ein aktiver Rückzug notwendig ist, um zu neue Stärke zu finden. In Human Design beschäftigen wir uns heute mit Mondenergie und dem Thema Umsicht, anders gesagt Vernünftigkeit, sich für den aktiven Rückzug zu entscheiden, um Erfahrungen und Wissen zu verarbeiten. Diese Energie symbolisiert heute die Notwendigkeit, sich zurückzuziehen, um die gesammelten Weisheiten zu reflektieren und zu verinnerlichen, bevor neuer Zyklus beginnt.
Es ist auch das Tor der Geheimnisse und der Offenbarungen, dessen Potenzial durch den verbalen Austausch mit anderen genutzt werden kann, um Fortschritt und Wachstum zu fördern. Die Fähigkeit zur Umsicht und Achtsamkeit und der Wunsch nach ungestörtem Alleinsein sind weitere Aspekte, die mit Tor 33 in Verbindung stehen. Es wird uns heute kollektiv empfohlen, im Human Design Tor 33.3.1 das Potenzial des Ausweichens zu erkennen, insbesondere in unsicheren Situationen. Eine kluge Entscheidung, die oft übersehen wird, ist der Rückzug und das Ausweichen als einzige Möglichkeiten in schwachen Positionen zu nutzen. Der Schatten dieses Tors trifft auf, wenn wir von Reizüberflutung betroffen sind und nicht klar erkennen können, dass es in manchen Fällen keine kluge Entscheidung ist, Mut zu zeigen oder Übermut zu zeigen, da dies nur zu weiteren Problemen führen würde. Es ist daher wichtig, in solchen Momenten besonnen und rational zu handeln und das Potenzial des Ausweichens zu nutzen, um uns selbst zu schützen und unsere Position zu stärken. Du kannst heute darauf achten, was die beiden Tore mit dir machen. Und wir freuen uns natürlich auch auf deinen Bericht. Es ist uns wichtig, dass auch du das Tageswetter verstehst und beachtest, um die Energie für dein eigenes Wohlbefinden zu nutzen und dich besser und mental stärker zu fühlen. Wenn du noch nicht weißt, welcher Human Design Tipp du bist, kannst du gerne den Link unter dem Video oder im Bio nutzen, um dich für eine kostenlose Analyse und ein kurzes Reading bei uns anmelden. Wir danken dir für alles, was du bist und tust und für deinen persönlichen Beitrag in dieser Zeit des Wandels. Wir freuen uns über deine Anerkennung, Videos weiterleiten, Kanal folgen, Herzen, Daumen hoch und Kommentare. Sonnige Frühlingsgrüße aus unserer neuen Heimat Kroatien und ja, bis morgen, deine Human Design Coaches Justina und Daniel.